Ja, wir sind der Stefan und die Sandra und wir haben 2016 mit Etsy ausgebaut. Wir haben sich für Etsy Haus entschieden, weil Bekannte von uns auch mit Etsy gebaut haben. Also bei unserem neuen Ziegelhaus war uns wichtig, dass wir viel Platz haben. Wir haben vor allem drei Kinder, also wir haben drei Kinderzimmer gebraucht. Mir war auch wichtig im Endeffekt, dass ich alles an ein Unternehmen vergib. Also wir haben zu der Zeit kleine Kinder gehabt und waren einfach relativ stressig und wir wollten nicht ganz viele verschiedene Angebote einholen, sondern ich wollte ein Angebot mit allen drin haben und das war mir wichtig einfach, weil man merkt das schon oder man kennt das von anderen Leuten einfach, die müssen da anrufen, damit sie irgendwelche Infos kriegen oder wenn irgendwas schief rennt und bei uns, wir haben gewusst, okay, wir rufen ein Etsy an und das ist unsere Ansprechperson. Ja. Also bei uns im Haus war es mir wichtig, dass ich einen eigenen Platz habe, ein eigenes Büro, wo ich arbeiten kann oder wo ich mich weiterbilden, was lernen kann. Ich habe da drinnen auch mein Schlagzeug stehen, das ist für mich ein bisschen auch mein Musikraum da drinnen. Zügehaus, das merkt man bei uns auch, es ist entsprechend leise da drinnen. Also am besten an unserem Haus gefällt mir der Wohn-Ess-Bereich, weil er einfach so groß geworden ist, weil wir uns da viel aufhalten, auch mit den Kindern dafür aufhalten, sie viel Platz da zum Spielen haben. Und das war für mich eben dann auch wichtig, dass ich von der Küche auch direkt zum Pool sehe und deswegen fühle ich mich halt da auch sehr wohl einfach. Wir haben immer das Gefühl gehabt, gell, das ist unser Zuhause. Also ich habe nie so gehabt, dass ich jetzt angekommen, sondern es war von Anfang an schon da. Also von Anfang an, sobald ein bisschen die Wände gestanden sind, haben wir sich gedacht, das ist unser Zuhause. Also der Hausbau, der hat wirklich komplett reibungslos funktioniert. Es hat da keine gröberen Probleme gegeben. Es gibt vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten, die wir gehabt haben. In der Dusche war der Estrich um einen Zentimeter zu hoch, dann hat das Gefälle nicht passt. Und das hat sich aber auch, das hat man sofort behoben. Das ist am nächsten Tag wieder angestanden und hat das sofort. Ja, das war am gleichen Tag sogar. Also innerhalb von ein paar Stunden war das schon erledigt. Das alles unter den Hut bekommen mit Studium, Job, Kinder, keine Ahnung. Vom Etsy sehr viel Unterstützung gekriegt, muss man sagen. Wir haben am 26. Juni angefangen zum Hausbauen und im Februar 2017 sind wir eingezogen. Also ratzfatz, 7 Monate. Ich würde genauso bauen, genauso wie wir jetzt gebaut haben. Ja, und dann stolz, dass das unser Haus ist. Genau. Ja, richtig geplant, richtig entschieden. Also ja, einfach stolz. Glücklich.